Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. So, wir haben das Buch der toten Götter gefunden und tatsächlich geöffnet gekriegt. Und jetzt haben wir eine lose Seite gefunden, die da rauskommt. Das geht so schief. Oh nee, es geht knapp nicht schief. Gods. These are the names of gods. Once lost, but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Was habe ich gekriegt? Schwächestrahl. Stimmt. Du kannst damit ja Dinge lernen. Habe ich ja ganz vergessen. Das kennst du schon, das kennst du auch. Brennende Hände kannst du, glaube ich, auch. Schutz kannst du auch. Stille. Schockgriff. Ich kann sie damit wahrscheinlich nicht lernen, weil ich kein Magier bin. Und das Buch lesen. Ah, hier. Die letzten drei. Okay. Vollkommen unlesen. Sind wohl die drei Nekromanten. Toter Götter. Das heißt, sie sind nicht mehr tot. Im Zweifelsfall. Schattenherz. Something the matter? Ja, dieses Buch. Fine. What's on your mind? Okay, nee. Oh, ein Peridotring. Ein Knochen. Ringpanzerrüstung. Ich bin komischerweise noch nicht überladen. Was ist denn da passiert? Sieht ja echt nicht so viel besser. Ich weiß, es ist dunkel trotzdem. Ha, ich würde ja ganz gerne dahin, ne? Rausgehen. Oder die Kanne mitnehmen. Die Kanne können wir mitnehmen. So. Wir haben ja den Dude gefunden. Wo ist er denn hin? Nee, nee. Ah, da kommt er ja. How long has it been? Bisschen lange. I must attend this place. After so many years away, when the time, but I do know that the longer the. Okay, so viel. Oh wow, ganz ein Schlauer, ja, ist schon klar. Je länger wir hier bleiben, desto länger dauert es, bis wir weitermachen. Das ist schon richtig. Das heißt, hier war es dann sogar schon. Kein Schlüssel? Oh, I like it. Homely. Ist wenigstens mal hell. So.
Karten schickt. Über Tod und Auferstehung. Das sieht, ah, hier. Man sieht Dinge echt schlecht hier. Oh Gott, ein Auszug von dem Metatext. Aha. Metatext. Du weißt. Okay, sie wollte den Megatext schreiben und sie wurde dafür exkommuniziert. Of what were you alive? Oh Gott. Deswegen. Ja. Ist vor allem halt hier. Das macht's halt unfassbar irritierend. Ich komme hier wieder raus. Ach, da geht's zur Eichentür, verstehe. Da geht's zur anderen Eichentür, super. Ist sie offen? Offensichtlich. Das wird irgendwie fun. Das wird lustig. Zum Glück hast du es mitgekriegt. The text on the plaque is a mystery to you. Du meintest, hier sind Gasgruben? Sollen wir wahrscheinlich wohl nicht hin. Okay. Ah. Eine Entlüftung. Ich will sie irgendwie nicht berühren. Sie soll da schön lüften. I can't see any way to disarm it. What's that? Ah, jetzt blicken sie es auch. Hier wird nichts angefasst. Hast du jetzt was gefunden? Geil. Hier ist noch ein Knopf. Ja, was hast du, ja, aber was hast du gefunden? Jesus.
That might be worth a look. Ah. Interessant. Was macht das? Können es nicht entschärfen. Die machen ganz offensichtlich Dinge, wahrscheinlich Feuerbälle oder sowas. Oder Speere. That might be worth a look. Ich find's witzig, dass es da einfach kleben bleibt. Das ist einfach die Supergravitation oder sowas. Aber wenigstens einen könnte ich ja mal entschärfen. Ansonsten muss ich stapeln. Ich will doch irgendwo noch eine zweite. Hier. Ich find's gut, dass jetzt alle Telekinese haben. Man es nicht extra freischalten muss. Ich schätze mir hier. Ja, wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich auch noch was. Bringen die eigentlich überhaupt Geld? Wenigstens wiegen sie nicht. Das ist auch was. Vasen wiegen hier offensichtlich nicht. Na? Natürlich nicht. Klar, wenn es auf der einen Seite ist, warum soll es auf der anderen Seite nicht sein? Was für eine scheiße Wahrnehmung. Oh, ein Dreizack. Als Umbeli, der an die Gestade Feruns warf. Witzig. That might be worth a look. Okay, alle Mann mitkommen. Hey, Mist. So, du wirst mal entkettet. Du hast noch am meisten Lebenspunkte. Deswegen, ich schätze mal. Es gibt ja wirklich nur diesen einen Knopf, das ist irgendwie auch. Yet. It won't move. How disappointing. Okay, ich brauche offensichtlich jemanden mit mehr Stärke. And nothing. How thrilling. Hmm. It won't move. Interessant. Vielleicht bewegt er sich. Warte mal, wir gehen hier mal durch diese Tür. Ah, guck mal. Wollte sie da nicht hin? Ach, hier ist auch nochmal was. Du Scheiße. Okay, Astarion. Viel Spaß beim Sarkophag öffnen. Leitfaden des Beobachters.
okay. Schrecklich, aber göttlich. Geschenk des Loyalität den Tod überdauert. Ja, Kampf in zwei Waffen nicht möglich. Super, keiner hat hier Kampf in zwei Waffen. Versprechen des Todes. Ah, das ist gut. Oh, lol. Wahrscheinlich hier für gedacht. Hüpf. Und geht's nochmal? Nee. Langweilig. Sauron, Little Way. Du kannst ja immerhin gucken, wo wir hinlaufen. Kann der Rest ja nicht. Bis auf Schatten her, aber der hat so wenig Lebenspunkte, das ist halt echt ziemlich doof hier. Hier ging's. Okay, hier ging's nicht lang. Nee, dafür war hier aber gerade was. Oder war es nur das? Vielleicht hätte man da sich das Schlossknacken sparen können oder so. Uff. Heilen. No handle, how does it open? No lock, no handle, how does it open? Hm. Da ist der runtergeflogen. Ja, da kommen wir nicht durch. Ich will mich da jetzt nicht durchhacken, weißt du? Ich müsste halt wahrscheinlich einreißen. Darauf habe ich nun wirklich keine Lust. So. Der jetzt schon wieder. Hat er jetzt irgendwelche Dinge getan? Ich könnte versuchen, mit Toten zu sprechen, aber mit wem denn? Der ist ja untot. Das war ein toter Untoter, aber ich glaube nicht, dass es zählt.
kann sein, dass das hier jetzt aufgegangen ist. Possibly not. No lock, no handle. How does it open? Bin ich so ein bisschen lost. Wenn der Hebel auch nicht geht, dann geben wir die Ideen aus. Das ist Boot der Fischer. Oder wir laufen. Option Nummer 2. Einfach schneller gewesen, das zu nutzen. Egal! Oh, tote Goblins. Das war ich aber nicht. Waren wir, doch, die waren wir schon. Und dann ging es irgendwie rüber. Genau. Und dann war Lazel da. Lazel, Schlazel, Hazel. Ich werde. Der Name ist. Ja. Kann nur schief gehen, der Name. Ich hätte da einfach wieder rausgehen sollen. Jesus! Dann alle so sterben. So, ich glaube, dann wird es doch mal tatsächlich Zeit für eine lange Rast, weil ganz ehrlich, das kriegen wir sonst nicht mehr hin. Also wir können es ja probieren, ne? Aber es geht 100 pro schief. So. Ja, unsere Heilerin ist Schrott. Ich habe nur noch mehr den Hexer am Start und den hier. Und der muss im Nahkampf jetzt alles rocken. Das ist ja egal, nimm trotzdem das Schild zum Rapier. Weißt du, wie wurscht mir das gerade ist? Ach, Stichschaden. Ungewöhnliche zweihändige Nach. Kann der das verwenden? Ja, interessant. Kriegswaffen, kriegt's auch mal Schattenherz. Das kann. Hä? Wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? Da stand eine Kartoffel? Nee, Knoblauch. Ist irgendwie Kartoffel gelesen. Ja, ich kann ja versuchen, mit den Untoten zu reden, aber ich glaube, es wird nichts bringen. So rein gar nichts. Ist angefault. Okay, klingt gut. Wollen wir bestimmt essen.
Wir haben Wiederbeleben, ja, mit einem Trefferpunkt. Super. Wir haben immerhin ein paar davon. Also, so what? Ist trotzdem eher unoptimal. Was ist denn jetzt dein Problem? So. So. Wir können es auch ordnen. Wenn wir schon drin waren. Also sagt, wir können es probieren. Aber es wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, mal gucken. Wir sind wenigstens in einer leicht besseren Position. Was macht denn der Heal, ne? Er macht die Tür auf. Jetzt sind sie alle so ziemlich genau da, wo ich sie nicht haben will. Ich bräuchte halt dieses Ölfass, ne? Hey, das hat ein bisschen was gebracht. Wirklich? Ja, los, paut euch an dieser Tür aus. Gehe ich voll und ganz d'accord mit. Zählt das als Aktion? Hallo. Was macht er denn? Automatisch. Ah, geil. No. Ui, die verzitterte Tür hält aber nicht mehr viel aus. Wir brauchen dringend danach die Magierrüstung. So. Wenn es irgendwas bringen würde, ne? Wäre es ja auch schon mal ganz schön. Geh auch mal nach da hinten, schieß dann bitte, wenn dann. So, Astarion. Öffne mal. Hallo.
Boah, wirklich jetzt? Finde ich aber unfair. Ich find's halt gut, dass sie halt alle durch diese verdammte Tür müssen, ne? Oh, ich hab noch eine noch bessere Idee. Wenn das klappen täte. Ach, ich brauch dafür noch einen Zauberplatz. Goddammit. Ich würde ihn halt ganz gerne zurückstoßen, weißt du? Das hat nicht geklappt. Verdammt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir können den Magier Hand nehmen. Sie stößt halt auch Objekte nieder, ne? Und das wollen wir halt wirklich eigentlich eher nicht. Ich müsste halt hier hin und dafür habe ich halt nicht genug Bewegung. Eine erhöhte Position wäre jetzt ganz gut. Warte mal, wir gehen hier. Tschüss!